Hallo und willkommen bei Drinklink. Wer sich wundert, der Name ist gleich geändert, dazu komme ich später. Heute schauen wir uns an und damit ich nicht mit den Händen rumfuchtel, hat man mir den Tipp gegeben, vielleicht mit einer kleinen Moderationskarte zu arbeiten. Also, was wir heute machen, ist, wir schauen uns Gin an. Das ist unsere fortwährende Reihe und hier ganz speziell das Thema Botanicals. Was für Botanicals sind klassischerweise in der Regel in einem Gin enthalten? Was machen die modernen Gins? Und hier grenzen wir dann ab. Klassische Gins und moderne Gins. Dann schauen wir uns an die Mazeration. Wir hatten beim letzten Mal die Temperaturabhängigkeit. Diesmal nehmen wir das Mazerationsmaterial. Ich habe Alkohol und ich habe Wasser. Ich nehme das gleiche Produkt und wir schauen an, wie sich was auswirkt. Diesmal tatsächlich mit einer echten Mazerationszutat. Wir schauen uns heute tatsächlich nur einen einzigen Drink an, was man hier alles falsch machen kann. Und anhand dieses Drinks zeige ich, welche Werkzeuge man benutzen kann. Und dann gucken wir uns an die verschiedensten Bücher. Das ist also die Zusammenfassung. Willkommen bei Drinklink und los geht's. Beim letzten Mal hatten wir uns angeschaut, wie die neue EU-Verordnung sich genau anfühlt, was Gin ausmacht, was in Gin drin ist, die Begrifflichkeiten. Wir haben definiert, was ist ein Gin, ein Distilled Gin oder ein London Gin und was bedeutet das Wörtchen Dry. Am Ende des Tages ist das nur die Anleitung für euch da draußen, dass ihr die Etiketten auf den Flaschen richtig lesen könnt, was dort draufsteht. Und euch dann das verrät, was tatsächlich drin ist. Das ist dann im Prinzip auch schon an der Stelle alles. Wir wiederholen nochmal. Gin, mindestens 37,5 Volumenprozent. Es darf Zucker zugesetzt werden. Es dürfen verschiedenste Botanicals und Mazerationen zugesetzt werden. Die Mazerationen müssen nicht nochmal destilliert werden. Und das Ganze wird dann zusammengeführt und nennt sich dann Gin. Wenn das Wörtchen Dry da drauf steht, darf maximal ein Zusatz von 0,1 Gramm pro Liter an Zucker zugesetzt werden. Distilled Gin. Alle Zutaten müssen destilliert werden. Das heißt, die Mazeration findet statt, also der Auszug der Aromen über das Medium, in dem Falle Alkohol, Neutralalkohol, Ethylalkohol. Dann wird das Ganze destilliert und zusammengeführt. Dabei ist nicht wichtig, ob man vor der Destillation das Ganze zusammenführt oder nach der Destillation. Was Zusammenführung und Assemblage bedeutet, komme ich gleich noch drauf. Wenn das Wörtchen Dry drin steht, dann darf maximal 0,1 Gramm Zucker pro Liter drin sein. Wenn das Wörtchen Dry nicht steht, kann bis zu 99,9 Gramm Zucker drin sein. Ab 100 Gramm sagt die EU-Nomenklatur, dass das dann eindeutig ein Likör ist und dann muss auf der Flasche draufstehen Likör. Dann haben wir den London Gin. Und hier haben wir ein paar besondere Regeln. Zum einen, es muss alles destilliert werden. Danach darf nichts mehr nach der Destillation zugefügt werden, im Gegensatz zum Distilled Gin, wo noch eventuell Aromenzusätze dazukommen. Dann gibt es eine Besonderheit, gerade beim London Dry Gin. Der London Dry Gin hat eine wesentlich schärfere Regel bei dem Methanol, das enthalten sein darf. Üblicherweise ist der Grenzwert deutlich höher, aber auch ungefährlich für den Menschen. Bei London Gin muss maximal 5 Gramm pro Hektoliter an Methanol enthalten sein. Oder halt darunter. Ist es darüber, darf dieser Gin nicht London Gin genannt werden. Der London Gin hat immer maximal 0,1 Gramm Zucker. Egal, ob das Wörtchen Dry auf dem Label steht oder nicht. Das nochmal als Zusammenfassung zum letzten Mal. Die Inhaltsstoffe, die darin enthalten sind, sind mannigfaltig. Wir hatten beim letzten Mal schon uns ein paar angeschaut. Zum Beispiel, und das ist die Hauptzutat, Wacholder. Ich habe hier ein bisschen Wacholder. Das ist der Wacholder, der in Spanien, Italien, Bulgarien, Ungarn geerntet wird und entsprechend verwendet wird. Das ist also eine kleine Beere. Versuch mal, ob die Kamera fokussiert. Nein, tut sie nicht.
Diese kleine Beere wird so leicht angedrückt oder nicht angedrückt entsprechend mazeriert. Eine andere Hauptzutat tatsächlich in allen Gins oder fast allen Gins, ich kenne aktuell doch einen Gin kenne ich, wo das nicht enthalten ist. Das hier sind Schalen der Bitterorangen. Die kommen getrocknet an in großen Säcken, werden dann tatsächlich zerrieben und zerrissen, weil so die Aromen an der Kante und hier kaum noch da sind. Das heißt, wenn man die häckselt, riecht man und schmeckt man tatsächlich. Das Aroma kann man auch kauen, aber ist halt dröge und zieht einem das gesamte Wasser aus. Also Orangenschalen sehr häufig in grob 95% aller Gins enthalten. Ich mache mal hier ein Häufchen, damit ihr das seht. Dann eine Zutat, die kaum jemand kennt, die aber in vielen, vielen Gins enthalten ist. Ich lege das auch mal hier oben drauf. Ich nehme mal hier noch zum Brettchen. Ich mache mal hier die Webcam an, damit ihr das noch seht. Stelle ich hier den Wacholder hin. Dann ist das das hier. Und das, was das ist, wissen wenige. Das ist tatsächlich Macis. Macis ist die Hülle der Muskatnuss, also das Fruchtfleisch der Muskatnuss. In ganz, ganz vielen Gins enthalten. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was. Im Moment total in und kommt dann in solchen Tüten und teilweise auch viel, viel größer in Säcken. Ich knall das mal davor und räume das dann nachher in Ruhe auf. Ist geschredderter, getrockneter Ingwer. Ingwer ist im Moment ja sowieso eine Zutat, die sehr en vogue ist, sowohl in der Küche als auch in Drinks. Und im Gin erfreut es sich auch immer größer wachsender Begeisterung. In wenigen Gins, aber ebenfalls auch enthalten, Zimt. Ganz typisch. Ganz üblicher Zimt. Ein bisschen größer, ist ein richtiger Zimt. Es gibt auch die dünnen Röhrchen, das ist in der Regel dann Zimt, der eigentlich nicht Zimt heißt. Könnt ihr euch noch mal ein bisschen genauer erkundigen. Dann habe ich hier eine Zutat, die auch in fast jedem Gin drin ist. Das ist ein sogenannter Bitter Agent. Das sind Nelken. Und das Schöne ist, jetzt wird es hier gerade schon ein bisschen fruchtig. Dann habe ich hier noch was, das habe ich im Garten gepflückt. Das sind Lavendelblüten. Tatsächlich in einigen Gins enthalten, sowohl in klassischen als auch in neuen Gins. Jetzt muss man gucken, was haben wir da? Und dann gibt es hier eine Zutat, die ist fast genauso wichtig. Muss ich jetzt mal das Messer nehmen, sonst komme ich da nicht dran. Fast genauso wichtig wie der Wacholder. Ist auch ein sogenannter Bitter Agent im Englischen. Also ein Stoff, der eigentlich eher Bitterstoffe abgibt. Und das ist die Angelika-Wurzel. Angelika ist eine schöne Blume, aber die Wurzel ist in fast jedem Gin enthalten. Und auch hier mal ein kleines Häufchen hier vorne. So. Das sind so verschiedenste Stoffe. Die klassischen Stoffe, die auch in vielen, vielen modernen Gins enthalten sind, sind halt Wacholder, Angelika und Orange. Neben Orange kann es natürlich auch sein Zitrone, Grapefruit, halt eine Zitrusfrucht und da speziell die getrockneten Schalen. Das sind die Klassiker, die in fast jedem Gin enthalten sind. Es gibt noch ein paar andere Sachen, Iriswurzel zum Beispiel, aber auch da hauptsächlich im bitteren Bereich. Das sind die ganz klassischen London Gins und die Distilled Gins, die man früher hergestellt hat. Früher bedeutet tatsächlich vor der neuen Nomenklatur von 2008. Nach der neuen Nomenklatur schossen auf einmal jede Menge Gins aus dem Boden. Und das hat den Grund, oder ist darin begründet, so rum, dass
Gin nicht mehr in der Hauptzutat Wacholder haben müsste. Wacholder ist auch eine sehr deutliche Bitternote. Und diese Bitternote ist von vielen Menschen nicht unbedingt als angenehm wahrgenommen worden. Bitter ist auch so ein Aroma, das die wenigsten kennen und tatsächlich auch kennengelernt haben im Laufe der Zeit, sondern wir sind mittlerweile eher eine Gesellschaft, die auf süß, salzig und sauer stehen. Und mittlerweile auch ein bisschen Umami. Was Umami genau ist, kommen wir irgendwann nochmal drauf, aber nicht mehr in dieser Season, wenn es darum geht, sich einfach mal das Thema Aromen und wie wir Aromen wahrnehmen anzuschauen. Also, Wacholder muss dann nicht mehr dominant sein. Wacholder musste enthalten sein, aber nicht mehr dominant. Bedeutet, Wacholder kam immer mehr in den Hintergrund und andere Stoffe wie zum Beispiel Zimt, Macis oder dann aktuell ein Kracher in der Gin-Welt sind Fichtensprossen, Tannensprossen, irgendwelche komischen Wurzeln. In Düsseldorf gibt es einen Gin, der auf Düsseldorfer Senf basiert, um dann irgendwie das Lokalkolorit herzustellen. Wir haben ja schon bei den Regeln gemerkt, dass Gin wirklich von jedem, der das Destillationshandwerk beherrscht oder auch das Mazerations, wenn es ein nicht destillierter Gin ist, jeder kann also rein theoretisch einen Gin herstellen, wenn er sich entsprechend an die Hygieneregeln hält. Das ist wirklich nicht schwer. Der Vorteil von diesem Gin ist, dass im Gegensatz zu anderen Spirituosen, die lange in Fässern lagern müssen und damit nicht so schnell am Markt sind, hier einfach schnell nachproduziert werden kann. So eine Mazeration dauert 24 Stunden, 72 Stunden. Beim destillierten Gin wird dann nochmal nachdestilliert. Beim London Gin wird vorher geguckt, wie viel Methanol ist enthalten. Dann hält man sich an die Regeln, eventuell zuckert man zu, um das Ganze gefälliger zu machen. Und schwupp, schon ist der eigene neue Gin Also Gin kann wirklich jeder herstellen. Und das Thema Mazeration, das hatten wir beim letzten Mal ja schon temperaturabhängig uns angeschaut, schauen wir uns heute ganz gezielt an mit zwei verschiedenen Auszugsstoffen. Beim letzten Mal haben wir ja Temperaturabhängigkeit gemacht. Dieses Mal gehen wir von den Auszugsstoffen. Ich habe wieder ein bisschen Wasser. Aber damit wir das Gleiche machen, arbeiten wir mit Wacholder, weil wir reden ja die ganze Zeit über Gin. Dann sollten wir Wacholder auch entsprechend darstellen. Ich schiebe das mal hier rüber, damit ihr das seht und damit das Fenster nicht verdeckt ist. Ich habe hier eine Waage. Die Waage ist auf 0,1 Gramm genau. Und damit ich auch bei beiden die gleichen Mengen einsetze, packe ich das jetzt hier einfach mal drauf. Und während ich hier schon mal abwiege, gehen wir dann in das nächste Thema, sprich Mazeration. So, ich wiege jetzt hier ab. Und warum ich die Menge abwiege, das erzähle ich euch dann gleich noch. Ich habe jetzt hier 21 Gramm. Da bin ich genau, das sind auch 21 Gramm. Und jetzt habe ich hier zwei Auszugsstoffe. Einmal ist ganz normales Wasser aus dem Hahn. Ich weiß, ich hatte es mit hochgenommen. Ich muss mal eben kurz gucken, wo ich es hingestellt habe. Oder habe ich es doch? Nein, da ist es. Guck, und da ist das Wasser. Ich gieße jetzt einfach mal auf. Das Wasser hat Raumtemperatur, also jetzt 22 Grad Celsius. Könnte ich rein theoretisch auch noch mal nachmessen, muss aber nicht sein. So, ich packe jetzt hier 600 Milliliter. Und ich werde gleich abwechselnd mal versuchen, weißen Hintergrund dahinter zu packen, damit ihr seht, was ich tue oder auch nicht. Und jetzt habe ich hier einen Auszugsschnaps aus Österreich. 80 Volumenprozent. Ich mache jetzt hier einen Wacholder-Ansatz. Eigentlich macht man das anaerob, also unter Luftabschluss, damit der gute Alkohol nicht verloren geht. So,
Hier riecht es jetzt sehr, sehr alkoholisch und ihr seht jetzt schon, hier senkt sich der Wacholder so ein bisschen ab. Das heißt, die Dichte ist eine andere als beim Wasser. Ihr seht auch, das senkt sich tatsächlich ab. Das heißt, Alkohol dringt viel aggressiver ein, aber ihr seht auch hier, ich mache jetzt mal, ich gucke mal, dass ich das hier hinterhalte, einmal hinters Wasser, das ist schon leicht gelblich, während beim Alkohol noch gar nichts passiert. Man sagt grob, dass Wasser tatsächlich ein sehr gieriger Mazerationsstoff ist. Wasser möchte gerne möglichst viel an Informationen, an Aromen zu sich nehmen. Das Thema Aromen, das ist tatsächlich mir eine Herzensangelegenheit. Man sollte fein abstimmen, was an Aromen man entsprechend in welchen Gin hineintut. Der Grund ist, dass nicht immer alles zueinander passt, gerade bei Aromen. Es gibt Aromen, die sich komisch anhören in der Kombination, die aber tatsächlich hervorragend sind. Zum Beispiel Erdbeeren und Basilikum. Klingt erstmal komisch, Kraut und Erdbeere, aber tatsächlich eine geschmacklich sehr interessante, hervorragende Kombination. Es gibt dann andere Kombinationen, die nicht ganz so toll zueinander passen. Als Beispiel, Zimt passt zu vielen Dingen, passt hervorragend zu Fleisch, aber zu bestimmten Früchten nicht. Apfelzimt, hervorragende Geschichte, Birnenzimt, nicht so doll. Und wenn wir dann in Richtung Südfrüchte gehen, auch nicht so toll. Es gibt dann aber noch weit, weit größere Distanzen. Es gibt eine eierlegende Wollmilchsau in der Aromenwelt und das ist tatsächlich die Orange. Die Orange passt zu allem. Am besten kann man das Thema Aromen und Aromenmoleküle verstehen, wenn man das Ganze vergleicht als Bild. Indem man Aromen oder die Aromenmoleküle als Legosteine wahrnimmt. Wie man vielleicht in meiner Umgebung oder im Hintergrund sieht, ich bin mittlerweile wieder ein Lego-Fan geworden, das beruhigt mich, das entspannt mich. Aber wenn man sich diese Bausteine anschaut, dann gibt es universelle Bausteine, wie zum Beispiel die Orange, der Baustein passt auf jeden anderen Baustein. Und da gibt es überall vernünftige Klemmkraft und alles passt zueinander und alles sieht auch schick aus. Und da gibt es Steine, die passen nicht so gut zueinander. Sowohl optisch als auch tatsächlich gar nicht ineinander. Und genau so ist das mit den Aromen. Das ist einer der Gründe, warum einige Aromen hervorragend zueinander passen, andere eben nicht. Wenn man jetzt also einen Gin kreiert, das kann unter Umständen ein reines Marketing-Tool sein, dann sagt man, okay, ich möchte gerne einen Gin mit Lokalkolorit haben. Was ist in dieser Region besonders wichtig oder angesehen oder wird von außen als ganz typisch Lokalkolor anerkannt und wahrgenommen? Ich hatte vorhin schon das Beispiel Düsseldorf mit dem Düsseldorfer Senf genannt. Wenn man also einen Düsseldorfer Gin machen möchte, dann liegt es also nahe, dass man irgendwie Senfkörner, Senfsaat damit hineinbringt. Und dann schaut man, welche Aromen passen denn zum Senf. Da gibt es hervorragende Bücher, habe ich in dieser Serie auch schon vorgestellt, zum Beispiel der Aromenthesaurus oder andere Bücher, die das Ganze machen, stellen wir im Laufe der Reihen noch vor. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach auszuprobieren. Und wenn man Glück hat, dann passen die Sachen zusammen. Aber wenn man das Ganze tatsächlich am Reisbrett zusammenarbeitet, dann geht man sehr wissenschaftlich vor und sucht sich die Aromen aus, die hervorragend zusammenpassen. Dann muss man noch die Konzentration festlegen und schon ist der eigene Gin fertig. Es reicht eine Mazeration in einem hohen Alkohol, runter reduziert das Ganze abmessen, damit man auch weiß, wie viel Alkohol tatsächlich drin ist, ob man das Ganze überhaupt Gin nennen darf. Und schon ist das Ganze fertig und kann jederzeit, wenn man die Rezeptur natürlich aufgeschrieben hat, reproduziert werden. Damit ist Gin tatsächlich eine Spirituose, die sehr schnell nachproduziert werden kann, die man nicht großartig auf Lager packen soll und auch nicht muss, sondern die kann ja eben neu nachproduziert werden, relativ schnell. Das heißt, die Anforderungen des Marktes können hier viel schneller bedient werden. Aber dann sind wir schon wieder bei Marktwirtschaft, ist nicht Teil dieses Kanals, ist auch nicht mein Ansinn. Ich möchte nur, dass ihr versteht, warum Gin tatsächlich gerade aus der Industrie extrem wichtig ist. Es gibt ein paar Gins, die nicht nur lokal koloriert,
sondern das Thema sehr ernst nehmen und dann das Thema Gin auch nach vorne treiben als wirkliche Innovation. Das sind aktuell asiatische Gins, die dann tatsächlich mit der gesamten asiatischen Sichtweise und Herangehensweise einen Gin kreieren. Oder es sind Gins wie hier aus Deutschland, die dann ein Lokalkürbis abfärben und tatsächlich daraus eine hervorragende Marketinggeschichte machen und das Ganze entsprechend nach außen bringen und dabei so authentisch wie eben möglich sind. Authentizität ist tatsächlich bei euch da draußen extrem wichtig. Das wird in der Industrie auch wahrgenommen und deshalb wird das in diese Marketing-Stories auch eingebaut. So, sind wieder ein paar Minuten vergangen. Ich gucke mal auf die Uhr, tatsächlich wieder 5 Minuten. Da hat man wieder das Weiß dahinter. Beim Wasser ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Da ist also weiter Auszug statt von hier unten. Das seht ihr jetzt nicht richtig, aber die Beeren, die nach unten gesunken sind, die geben richtig viel Aromen ab. Das heißt, die saugen sich gerade voll. Ich rühre einmal um. Aber die Geschwindigkeit von Wasser hat Alkohol also nicht. Wasser zieht also extrem viele, extrem schnell die Aromen entsprechend aus dem Substrat heraus. In dem Fall aber Holz. Beim Ansetzen einer Mazeration ist auch der sogenannte Gradient wichtig. Gradient ist eine mathematische Funktion und hier, ganz grob, sollte man sich merken, dass das Verhältnis von 1 zu 10 seltenst überschritten werden sollte, weil hier aus der Erfahrung heraus, und zwar aus der Erfahrung großer Kräuterlikörhäuser in Deutschland, aber auch einfach aus der Geschichte heraus, im Umgang mit Kräuter, Hildegard von Bingen und viele andere, die sagen, dass das tatsächlich die maximale Konzentration ist, um eine vernünftige Mazeration hinzukriegen. Heißt 1 zu 10. Heißt, ich hätte hier nach diesem Gradienten maximal 200 Milliliter Flüssigkeit eingeben dürfen. Ich habe jetzt mehr gemacht. Demzufolge ist das Ganze auch gieriger, weil es mehr Aromen ziehen möchte, weil ich möchte euch ja was Optisches hier präsentieren. Gut. Dann sind wir mit dem Thema Mazeration an der Stelle tatsächlich fertig und auch mit den Botanicals. Wir kommen zum nächsten Teil und der Trailer, der jetzt kommt, wird nicht so lang sein, dass er ausreicht, damit ich hier in Ruhe aufräumen kann. Aber wie immer, ich erzähle dann noch ein bisschen was zwischendurch. Wir gucken uns die Mazeration gleich noch in Ruhe an. Ich räume jetzt hier in der Zeit auf und bereite dann den Drink vor, den ich heute mit euch machen möchte. Und zwar ist es der Gin Basil Smash, der in diesem Jahr vor gar nicht allzu langer Zeit Geburtstag hat. Der Gin Basil Smash wurde erstmalig von Jörg Meyer im Le Lion entwickelt, damals tatsächlich noch mit einem anderen Basilikum und auch mit einem anderen Gin. Er benutzt heute andere Gins, als dass er sie damals benutzt hat bei der Erstproduktion. Und es ist tatsächlich wichtig, welchen Gin man für diesen Drink verwendet, weil natürlich der Geschmack des Gins nicht das Basilikum und die Zitrone und auch nicht den Zucker übertrifft. Das Original, also in Hamburg hergestellt, Gin Basil Smash, und aus meiner Sicht die erfolgreichste Cocktailrezeptur aus den letzten Jahren. Mit erfolgreich meine ich, sie ist mittlerweile anerkannt auf der ganzen Welt, auf verschiedensten Barkarten zu finden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo was hingehört und wo ich das Mazis hingetan habe. Aber das ist mein normales Chaos. Nehmen wir mal hier hinter. Die Sachen kurz weg. Ich komme euch mal ein bisschen nahe. Und räumen das nachher schön auf. Muss ja wieder schick sein, wie ist das? So. Damit ich euch nicht die ganze Zeit auf der Pelle hänge, kommen wir erstmal zu den Zutaten. Also, wir brauchen
Basilikum. Oh Wunder, heißt ja Gin Basil Smash. Der Gin Basil Smash ist ein ganz typischer Smash und ich erkläre gleich, was ein Smash ist. Also, Basilikum. Dann brauchen wir Zitrone. Wir brauchen einen Gin. Jörg benutzt aktuell einen Gin, über den ich nicht reden möchte, und einen Gin, und zwar Rutte. Ich habe jetzt hier einen Sellerie-Gin, der passt auch hervorragend dazu. Jörg benutzt einen anderen aus dem Hause, nämlich den Rutte Dry Gin. Dann brauchen wir noch Zuckersirup, Eis und das war's schon. Jetzt suche ich mal eben meinen Shaker. Und dann rede ich noch über ein paar andere Dinge. Wir haben jetzt hier die Zutaten. An der Stelle ganz wichtig, wir arbeiten gleich mit Basilikum, sprich mit frischen Kräutern. Diese frischen Kräuter haben die ätherischen Öle in den Pflanzenstängeln eingeschlossen. Das heißt, ich muss diese gleich irgendwie versuchen aufzureißen. Das kann ich tun, indem ich wie wild schüttle den Drink. Das ist aber nicht wirklich zielführend und ich bekomme keine schöne Farbe. Wir können das gleich nur aus Spaß einfach mal machen. Ich mache dann zwei Gin Basil Smash. Einmal mit angedrücktem Basilikum und einmal ohne angedrücktem Basilikum. Dann ist es noch wichtig, womit ich andrücke. Ich habe hier zwei Stößel. Den Stößel hier verwende ich für Caipirinha und Mojito. Wenn ihr hier drauf seht, ich halte ihn mal ein bisschen weiter zurück und gucke mal, ob die Kamera das einfängt. Aber nicht wirklich, aber vielleicht die Webcam. Ja, die Webcam macht das hervorragend. Hiermit arbeite ich Mojito und Caipirinha. Das ist also eine glatte Oberfläche. Hiermit arbeite ich mit Kräutern. Das ist eine geriffelte Oberfläche. Warum benutze ich die geriffelte Oberfläche für die Kräuter? Wenn ich damit drehe und tatsächlich mechanisch auf den Drink einwirke, dann zerreiße ich quasi die Pflanze. Und beim Zerreißen kann ich dann auch noch sicherstellen, dass möglichst ein Maximum an Aromen in die Flüssigkeit schon eingeht. Wenn ich es nicht zerreißen möchte, und das ist beim Caipirinha Mojito der Fall, wenn ich hier mit einem Mojito mache, zerreiße ich die Minze. Das will ich nicht. Ich will die Minze ja nur andrücken. Ich möchte die ätherischen Öle langsam lösen und der Alkohol soll dann noch das Übrige tun. Ich möchte keine Minzstückchen beim Lächeln zwischen den Zähnen haben. Ganz wichtig. Das gleiche beim Caipirinha. Beim Caipirinha verwende ich auch nicht den Stößel mit den Riffeln, weil ich damit die Schale verletze und damit das Weiße unten aus der Limette raushole, das sind Bitterstoffe, die möchte ich auch im Caipirinha nicht haben. Das heißt, glatte Oberfläche, wenn ich mit Zitrusfrüchten arbeite, wo eventuell Bitterstoffe drunter sind oder Pflanzen, wo ich die Bitterstoffe nicht haben möchte oder diese entsprechend nicht zerreißen möchte, wenn ich die Pflanzenstückchen nicht zu benzählen habe. Und wenn ich tatsächlich alles klein manchen möchte, dann arbeite ich mit den Riffen. So simple. So. Für den Gin Basil Smash brauchen wir ein Glas, und zwar einen Tumbler. Und dann haben wir im Prinzip auch schon alles. Und können unseren Gin Basil Smash jetzt herstellen. Jetzt habe ich hier alles, tatsächlich habe ich noch meinen Feinsieb. Aha, gut, wenn alles in der Flasche ist. So. Wir machen jetzt hier verschiedene Techniken. Also, ich mache das zweimal. Also brauche ich auch zwei Gläser. Wir brauchen 3 bis 5 komplette Stängel Basilikum. Das tun wir dann in den Shakerbecher. Drücken die auch schon an. Muss nicht großartig zermalmt sein, aber drücken die an. Dann nehmen wir die Limette, schneiden die auf und pressen die aus. Limette, haha, Zitrone. Dabei ist es wichtig abzumessen, wie viel. Die Rezeptur, die Jörg angibt, ist 631, also 3 cl Zitronensaft.
Zitrone reicht nicht. Schöne dicke Schale, wenig Saft. Verwenden. So, also Basilikum 3 cl Zitronensaft. Jetzt kommt 1 cl Zuckersirup dazu und 6 cl Gin. Jörg Meyer propagiert, dass ein bisschen mehr Gin an der Stelle nicht schaden kann. Oder wie Jörg sagt, 7 cl sind Liebe. Gegenüber dem Gin Basil Smash. Wir halten uns aber erstmal grundsätzlich an das Originalrezept, packen 6 cl rein und gucken dann mal, was daraus wird. Vier und 2 macht 6. Und jetzt arbeite ich das Ganze schön ein. Und ich nehme dafür den Stößel mit der Reißmöglichkeit. Ich setze den auch ab und dann drehe ich, ich mache das mal ohne Glas, damit ihr das sehen könnt, was für eine Sauerei heute. Entsprechend gegen, damit ich möglichst wenig mechanischen Druck ausübe. Jetzt mache ich das mal eben hier unten fertig. Dieser Drink hat bei vielen, vielen, vielen Bartendern da draußen die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn getrieben. Warum? Werdet ihr jetzt gleich sehen. Jetzt packe ich einfach Eis hier rein. Ich brauche nicht Eiswürfel. Ins Gästeglas packen wir auch schon mal ein paar rein. Idealerweise möglichst große Eisstücke, so wie bei den letzten Malen auch. Und jetzt ein sogenannter Hardshake. Das heißt, richtig heftig schütteln, dass möglichst viel Mechanik dabei passiert und ich nach Möglichkeit mit dem Eis weiterhin das Basilikum zerkleinere. Fertig, wenn außen ein bisschen Belag ist. Und jetzt machen wir etwas, das heißt Double Strength. Bedeutet, ich nehme jetzt hier meinen Strainer und lege den auf. Und dann habe ich noch ein T-Sieb oder Feinsieb. Und gieße das Ganze auf. Mache ich noch ein schönes Blättchen oben dran, schöne Basilikumspitze und voilà, fertig ist mein Gin Basil Smash. Damit ihr das auch seht, wie es dann tatsächlich ohne das Andrücken aussieht, muss ich jetzt eben ein bisschen aufräumen, den Shaker eben kurz ausspülen, dafür haben wir Wasser da. Yes. Ich zeige euch jetzt quasi einmal, wie man es nicht macht. Man nimmt wieder die gleichen Mengen an Basilikum. Dann, was haben wir gelernt? 1 cl Zucker. Sechs cl Gin.
und 3 Zl Zitrone. Wieder kräftiges Pressen. Natürlich wird der Gin Baser Smash in den nächsten Tagen dann auch auf diesem Kanal als einzelnes Video zu sehen sein. Ihr habt ja vielleicht sowieso gesehen, dass ich in den letzten Tagen ein paar Videos hochgeladen habe. Einfach damit nach und nach Do-It-Yourself für jeden zu Hause nachvollziehbar ist, wie man welchen Drink macht. Denn Cocktails machen ist keine Kunst. Mit Roy Paul Bocuse. Kochen kann jeder, Cocktails kann auch jeder, 3 Cl. Man muss halt ein paar Grundregeln beherrschen. Man sollte sich an hygienische Sachen halten. Und dann kann man eigentlich auch schon kreativ werden. Dann kauft man sich vielleicht mal ein Rezeptbuch und probiert sich zu Hause im Freundeskreis einfach mal aus. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt den Beruf des Bartenders sofort danach, nach diesem Selbststudium ergreifen sollte. Da sollte man sich schön und fein überlegen. Aber Cocktails mischen kann wirklich jeder. So, ich mache das Gästeglas noch vor. Eiswürfel rein. Und jetzt wieder der Handshake. Danach bin ich in der Regel ein bisschen aus der Puste. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr davon vielleicht 300 bis 400 Stück am Abend macht, dann seid ihr fix und fertig. Aber wenn ihr das im Freundeskreis tatsächlich großziehen wollt, gebe ich euch gleich noch einen Tipp, wie man das sehr einfach machen kann und dann auch in großen Mengen seinen Gin Basil Smash und damit dann viele Leute gleichzeitig sehr glücklich machen. So, Handshake. Strain. Ja, sieht man schön. Hervorragend. Shaker fertig. Auch wieder ein Blättchen. Bei der Webcam kommt es nicht so schön raus. Hier kommt es auf jeden Fall schön raus. Ihr habt hier den mechanisch eingewirkten Gin Basil Smash. Und hier seht ihr jetzt schon viel mehr Basilikum, viel mehr Kräuter, viel mehr Aromen und auch Farbstoffe sind tatsächlich hier reingegangen. Es gibt auch die mehr, das, erstmal schon trinken. Es gibt auch die mehr, dass, wenn man noch mit einem Silberbecher arbeitet, dass dann es noch ein bisschen grüner wird. Das haben aber Messungen ergeben, dass dem nicht so ist. Man arbeitet mit Silbershakern ein bisschen anders und durch die mechanische Einwirkung kommt die Farbe aber nicht tatsächlich durch die Silberierung. Aber das ist Chemie und Physik, da wollen wir nicht drüber streiten. Also, ihr seht hier zwei verschiedene Gin Basil Smashes, die eine unterschiedliche Farbe aufweisen. Basilikum brauche ich gleich noch, wird gerettet. So. Jetzt hatte ich euch ja versprochen, ich gebe euch die Möglichkeit, dass ihr dieses Rezept auch in großen Mengen produzieren könnt. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die da heißt Vorwerk. Die haben den sogenannten Thermomix. Mit einem Thermomix kann man hervorragende Cocktails machen, gerade Smashes, wenn es um das Zerkleinern von irgendwelchen Kräutern geht. Dann ist dieses Gerät hervorragend. Aber auch ein ganz normaler Mixer, ein Smoothie-Mixer, reicht aus, um ein Basilikum komplett zu einem Pesto zu verarbeiten. Wichtig ist nur, dass ihr das Basilikum möglichst frisch verarbeitet
weil Basilikum sehr schnell braun wird, gerade in Drinks. Man kann das Ganze ein bisschen verzögern, indem man das Basilikum blanchiert, aber das ist extrem viel Arbeit, sollte in einer Bar machbar sein, aber für euch zu Hause nicht wirklich. Wenn ihr also in großen Mengen das produzieren wollt, zum Beispiel für 10 Personen, heißt 10 Gin Vessels zum Beispiel gleichzeitig, multipliziert ihr alle Faktoren mit 10, packt das Ganze in einen Blender, Mixer, in den Thermomix, ohne Eis und mixt das ordentlich durch. Richtig ordentlich durchmixen. 30 Sekunden höchste Stufe beim Thermomix und auf dem normalen Blender 45 Sekunden, auch bei voller Stufe. Danach das Ganze über ein großes Sieb absieben, dann nochmal auf Eis schütteln, damit es schön kalt wird und dann den Gästen präsentieren. Und man hat 10 gleichzeitig gemacht, ist der Held im Erdbeerfeld bei seinen Freunden und kann so hervorragend glänzen. Das also der Gin Basil Smash. Die Rezepturen auch in Mengen gebe ich dann an, wenn ich das Rezept online stelle, als einzelnes Rezept. Gut, Gin Basil Smash, stelle ich euch hier hin, ist der Drink des Tages. Das hier stelle ich als schlechtes Beispiel daneben. Gut, jetzt haben wir das Brei, den Gin Basil Smash mal komplett durchgekaut, also eine Rezeptur über eine fast Viertelstunde lang erklärt, was man falsch machen kann, welche Werkzeuge man machen kann. Jetzt ist es wieder Zeit, um über Bücher zu reden. So, was haben wir hier stehen? Das nehmen wir aus dem Bild und die Webcam können wir ausmachen. Wir reden über Bücher. Und bei Büchern, ich bin ja eine Leseratte, bin ich sehr genau und habe heute drei besondere Bücher ausgesucht. Tatsächlich alle sehr stark auf dem Thema Nerd und Techniken, aber auch was Kräuter angeht. Als erstes habe ich für euch vorbereitet ein Buch von Jeffrey Morgenthaler, aktuell tatsächlich nur auf Englisch erhältlich. Das ist das Barbuch. Dieses Barbuch, 280 Seiten, hat unglaublich viele Cocktailtechniken, aber auch verschiedenste Rezepte. Und es wird Schritt für Schritt in Bildern erklärt, wie was zu tun ist für den entsprechenden Drink, für die Rezeptur, wie man Säfte herstellt, wie man Crushed Eis herstellt, wie man Eis schneidet, wie man abmisst, welche Zitrusfrüchte man verwendet, wie man pickelt, all das, was Jeffrey tatsächlich in seinem Leben als Barmann gelernt hat, hat in diesem Buch Einfluss genommen. Jeffrey ist, wenn man ihn mal kennenlernt, ein sehr lustiger Barmann, aber auch ein sehr erfahrener und er kann auch sehr ernst sein. Er ist einer der Bartender, die tatsächlich mittlerweile jede Technik, die einem mal beigebracht worden ist, hinterfragt und diese entsprechend untersucht auf Herz und Nieren und inwieweit das nur ein Gerücht ist oder tatsächlich Tatsachen entspricht. Er geht teilweise auch wissenschaftlich vor. Ein sehr schönes Barbuch, um die 20 Euro. Wie immer, hier unten in der Beschreibung, nach der Präsentation, ist das Ganze verlinkt und ihr werdet dann, wenn ihr auf den Link klickt, mir einen kleinen Obolus, einen Affiliate-Link über Amazon zuschustern, würde mich freuen. Das Ganze geht dann in das Projekt Drinkklick ein. Dazu komme ich später und in einem der nächsten Folgen mit einer Sonderfolge zu. Also das Barbuch von Jeffrey Morgenthaler. Englische Sprache. Man sollte die englische Sprache sehr gut beherrschen. Und hier wird tatsächlich alles erklärt. Es werden auch ein paar Gerüchte aufgeräumt. Zum Beispiel ist ihm mal beigebracht worden, dass Limetten unreife Zitronen sind. Einige hier draußen werden jetzt lachen. Ihm ist das tatsächlich in den 90er Jahren als Barmann erzählt worden und erklärt worden. Und er hat das auch für bare Münze genommen und ist ein paar Jahre lang mit dieser Weisheit durchs Leben gelaufen. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich Zuckersirup selber herzustellen. Jetzt gibt es einige Mixologen da draußen, die meinen, man dürfte das nicht mit heißem Wasser tun, weil man dann ja Aromen im Zucker zerstören würde. Bei der Zuckerproduktion wird x-mal der Grundstoff gekocht.
Heißt, in der Herstellung von Zucker wird Minimum fünfmal alles aufgekocht und dann darf man kein heißes Wasser nehmen, um Zuckersirup herzustellen. Auch das stellt einen in Pranger und versucht, mit diesen Gerüchten aufzuräumen. Also, Jeffrey Morgenthaler, schwere Empfehlung, englische Sprache. So, weg mit dem Buch und hin zum nächsten Buch. Dieses Buch ist leider kaum noch erhältlich. Es ist ein Reprint. Es ist ein Buch aus dem Jahre 1545, das Kräuterbuch von Herrn Fuchs, Leonard Fuchs, nachdem die Fuchs hier tatsächlich benannt worden ist. Alles in sehr altdeutscher Sprache, sehr schöne Zeichnungen von Herrn Fuchs. Interessant an diesem Buch ist, dass tatsächlich die Wurzel, der Stängel und auch die Blätter, die Blüten beschrieben werden und was für eine Wirkung das Ganze hat. Wichtig hier ist, man sollte der alten deutschen Sprache mächtig sein und vor allem diesen alten Buchstaben mächtig sein. Ich halte das mal ein bisschen näher ran. Ah, nimmt da keinen Fokus. Ich gehe mal raus. Vielleicht fokussiert er dann. Nee, auch nicht. Gut. Auf 980 Seiten wird hier nach und nach die gesamte damalig bekannte Kräuterwelt auseinandergenommen. Hierin kann man schmökern. Dieses Buch ist, wie gesagt, nicht mehr erhältlich. Gebraucht ab 100 € tatsächlich. Es war eine Empfehlung von Herrn Meyer. An der Stelle Bartendern, die gerade viel auf Bücher Wert legen, regelmäßig verfolgen und wenn dann solche Tipps kommen, gerade bei solchen Reprints, die sind halt sehr schnell raus. Das ist eine neu aufgedruckte Auflage und ist ein hervorragendes Schmökerbuch, immer wieder spannend zu lesen und entsprechend zu schauen, wie welche Kräuter wirken. Gut, weg damit. Und dann kommen wir tatsächlich zum nerdigsten Buch des heutigen Tages. Englische Sprache dringend erforderlich. Das, was ihr jetzt scheppern habt, hören, sind die Bücher. Aber meine Frau hat gesagt, ich soll Fehler nicht kommentieren. Und zwar ist das das Craft Cocktails at Home von Kevin Liu. Kevin Liu ist ähnlich wie Jeffrey Morgenthaler ein Mann der Tat und der gerne alles genau wissen möchte. Und deshalb ist er hingegangen und hat sich angeguckt, auf sehr wissenschaftliche Art und Weise, wie was zu deuten ist. Wie Zitronensäure über die Zeit sich verändert. Was Gummi Arabicum ist und inwieweit es den alten Sirup der 1900er Jahre beeinflusst hat. Was ein Dash ist, wie viel Milliliter tatsächlich ein Dash ist beim Anfang einer Bottle und am Ende einer Bottle, wenn man keinen entsprechenden Ausgießer hat. Dann, wie am besten Eis kühlt, welches Eis man dafür nimmt, und dann sind solche Graphen darin. Man sollte also der Naturwissenschaft nicht unbedingt abgeneigt sein, wenn man dieses Buch liest und gleichzeitig sehr stark auch auf das Thema Cocktails Wert legen. Und hier einfach genau hinterfragen möchte, was in welchem drin ist. 250 Seiten. 65 Rezepte, die dann klein auf klein detailliert beschrieben werden. Und hier dann tatsächlich auch genau die Hintergründe der einzelnen Zutaten beleuchtet werden und wie diese am besten herausgekitzelt werden. Auch englische Sprache, man sollte der englischen Sprache sehr gut mächtig sein, aber eine dringende Empfehlung für jeden Cocktail-Nerd da draußen. Ein richtig, richtig gutes Buch, wo man auch mal schmunzelt, weil auch hier einige von diesen Mythen, die hinter der Barwelt existieren, aufgeräumt wird und einfach mal wissenschaftlich sauber das Ganze vom Tisch geräumt wird. Gut. Das war es dann auch schon wieder mit den Büchern. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer extrem viel Spaß gemacht, hier live bei euch zu sein. Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann traut, tatsächlich auch mal mit mir zu chatten. Die Möglichkeit besteht jederzeit. Ihr könnt hier jederzeit Fragen stellen, aber ihr könnt auch gerne, wenn das Video veröffentlicht
worden ist, und in den Kommentaren Fragen stellen. Ich nehme diese Fragen gerne auf. Einige Fragen sind schon da und diese werde ich dann entsprechend bearbeiten in den nächsten Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da oder abonniert einfach. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, dass ich beim nächsten Mal live bin oder wenn ein Video hochgeladen wird, dann klickt doch bitte die Glocke. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen hervorragenden Abend und bis zum nächsten Mal.